Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Super Mario 64, Star Revenge Zero, Galaxy of Origins, ein Hack von Brodude. Und wer ist noch dabei? Ich glaube ich, denke ich. Es ist unfassbar, wie entweder ist Hallo oder ich dabei. Das habe ich ganz, ganz oft bei der... Ich meine, du bist dabei. Das muss reichen, ne? Ja, es verschwendest du 20 Minuten für diesen einen Sprung hier. Genau. Ich muss mich jetzt irgendwie anstellen hier. Pass mal auf. Es gibt ja bestimmt diverse Möglichkeiten, wie ich das jetzt hier machen kann. Ich könnte zum Beispiel, lass uns das einfach mal ausprobieren. Wir haben ja jetzt wirklich Zeit. Ich kann meinen Sternenschnitt nicht mehr verbessern. Es ist nur noch dieser eine Stern zu holen. Ich mache jetzt hier mal Safe State. Und jetzt probiere ich einfach mal folgende Variante. How to get this star in 100 ways. Okay, das war zu einfach. Das war zu einfach. Das war so. Komm, das müssen wir nochmal laden. So. Das war zu einfach. Du musst einfach nichts machen und das Spiel gewinnen. Wie? Luigi! Okay, das habe ich schlecht gemacht. Ich fand, das klang gar nicht schlecht, doch. Oh, echt? Ja. Habe ich das nicht vorhin offscreen geschafft hier? Diesen Sprung? Ja, hast du. Ja, ne? Wie habe ich das gemacht? Mit der Macht von Luigi. Ach so. Ja, jetzt bist halt nicht gay genug. Jetzt geht's halt nicht. Ich bin nicht gay genug. Oh, ich hab gar nichts gegessen gerade, verdammt, ich war so vertieft in deinem wunderschönen Game. Ach, du kannst nur kommentieren, wenn du isst. Nee, ich bin nicht ich selbst, wenn ich nicht esse. Ja genau, das ist richtig. So hab ich's gemacht, okay, cool. Also das geht, Moment, jetzt muss ich aber irgendwie da runterkommen noch. Aber nicht so tief, Rüdiger. Ah, das ist aber perfekt. Der Vorsprung reicht. Ich sag nicht Kante. Ich sag Vorsprung. Ach, du meinst Kant! Tef. Oh. Kant! Danke, Kant! Aber keinen Gefallen Kant! Getan. Kant! Kant! Du tust dir nie eingefallen, wenn du Kante erwähnst. Ich meine Kante erwähnst. Oh, ich hab mich so freuen auf die Aufnahmen. Oh mein. Glaubst du gar nicht. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch schon total, das zu bearbeiten. So, okay, das wäre die zweite Variante. Gibt es eventuell noch eine Variante, diesen Stern zu holen? Ich glaube, das wird sonst schwierig. Ich glaube, mehrere sind mir nicht bekannt. Bekannt, 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 bekannt. Also nö, ich mache jetzt ja... So, komm, so. Du musst wie ein Vogel fliegen. Oh, die Vogel fliegen. Es ist wundervoll. Ich liebe das Video. Ich auch. Total. Bombi. Und da, ich guck mal, das nicht, geht auch. Das geht auch. Okay. Bombi. Ich wusste nicht, dass du fliegen kannst. Vogel. So, etwas. Aber jetzt versuche ich mal, auf dem Grünen zu landen und vom Grünen drüber zu springen und dann... Ach, wusstest du, dass du, wenn du einen Seitwärtssalto machst und vor der Wand, und dann kannst du von der Wand mal einen Wandsprung machen. Seitwärtssalto an die Wand? Also nicht an die Wand, sondern von der Wand weg und dann von der Wand, wo du weggesprungen bist, einen Wandsprung machen. Dann kannst du da rüber springen. Das klingt doch ganz cool. Doch cooler geht's nicht. Wandsprung, Seitwärtssprung von dann der bist Wand? Du nee, von der schwarzen Wand natürlich. Von der schwarzen Wand weg, okay, ja. Von der schwarzen Wand. Da bist du so cooler als cooler. Dragon Referenz, check, perfekt. Yep. Oh, das darf nicht wahr sein. Das hätte so schön werden können. Hätte ich doch also eine dritte wäre, Variante geschafft. Also cooler wäre das natürlich, wenn du das von der Wand, wo du vorhin warst, halt von der schwarzen Wand, also ich jetzt kommt die erste Lektion mit Seitwärtssalto-Wandsprung. Also gehst du mal an den Ort zurück, wo du vorhin warst, bei dem grünen Ding. Ein richtig schönes grünes Ding. Da drüber? Ja, da. Also. Ja. Soll da jetzt einfach nochmal rüberspringen? Ja? Ja, okay. Mach. Mach ich mal. Mach ich glatt. Perfekt. Man sollte niemals zu früh perfekt sagen bei mir. Ah, das war schön. Oh, warte, nee, ich glaube von oben, da oben, glaube ich, da das oben, ist, glaube ich, schlauer. Ich glaube, da oben wäre schlauer, ich habe mich geirrt. Von oben ist schlauer. Achso, ach, du hast dich geirrt, ja. Oder nee, Moment, dort. Nicht gestattet. Also nicht ganz oben, also schon der eins unten. Also, Moment. Was? Ich hab keine Ahnung. Ja, also, da geht's einmal runter und auf dieser Fläche musst du drauf. Da kannst du das ein bisschen üben.
Welche Flasche beißt du jetzt? Eine grüne oder? Ja, schon bei der grünen. Also, wenn du dann drüber springst, dann geht's. Nein. Nein, natürlich nie. Moment. Also, die ganz klein. Ich hab nur diesen kleinen Vorsprung hier. Ja, diesen kleinen Vorsprung meine ich auch. Okay, meinst. Also, da wollte ich ja auch hin. Da wollte ich ursprünglich auch hin. Ja, gut, ich dachte, du bist eins unten gewesen. Ja, ich dachte, du bist da unten gewesen. Da hat mich das. Achso, ich war da unten. Ja, deswegen stimmt. Deswegen ging das nicht. Das heißt, das hat mich verwirrt. Du Penner! So, okay. Dann. Auch noch. Ja, jetzt da. Versuchst du. Also, schau mal die schwarze Wand an. Diese? Die ist ja sehr schön, oder? Diese da. Du kannst. Könnten wir wieder kurz ein Referat halten, wie schön diese schwarze Wand aussieht, Moment, die man nicht hier sehen kann. So, das gibt das Thumbnail oder so. so mit mehreren Pfeilen, so geile Wand, lol, ey, oder so. Keine Ahnung, sowas. Schau die Wand an, Rüdiger. Okay, Moment. So, extreme Wand anstarring. Yeah, also, jetzt gerade aus der Sicht raus, aber du musst so bleiben, dann kannst du einen Zeitwertsalto machen, dann versuchen von der schwarzen Wand aus dann den Wandsprung zu machen, während du einen Zeitwertsalto machst. Während ich den Seitwärtssalto mache? Also Rückwärtssalto, nicht Seitwärts, ich bin lost. Rückwärtssalto? Rückwärtssalto. Aber du musst sie anstarren. Ich muss sie anstarren und dann Rückwärtssalto machen. Und dann bei der schwarzen Wand einen Wandsprung machen. Ich glaube, das ist der stylischste Weg, wie aber du den Stern holen kannst. Aber wenn ich jetzt einen Rückwärtssalto mache, dann komme ich doch nicht mehr in die schwarze Wand, oder? Doch. Das müsste reichen. Also, es geht manchmal, ich weiß nicht wie, weil ich glaube, du musst ein bisschen mehr Abstand haben, Bisschen mehr Abstand, also noch ein bisschen weiter hier. Ja, basically. Und jetzt mache ich Rückwärtssalto. Ja. Yes. Und versuche aber dabei nach vorne an die schwarze Wand zu kommen. Und dann einen Wandsprung da zu machen. Okay, ich probiere, ich mache hier mal Saves jetzt so. Ja, das wäre eine gute Idee. Oh, nicht krabbeln, Mario. Ja. Mario? Das hast du spät. Ja, habe ich noch nie probiert, aber das kriegen wir hin, oder was? Ey, sensationell. Let's go! Ey, sensationell. So will ich den Stern holen, das war perfekt. Ich hätte noch in den Stern springen müssen, aber das ist schon okay. Das muss das hier nochmal machen. Achso, ja, stimmt, ja. Soll ich das? Nee, komm. So verrückt werde ich dann doch nicht. Also, ich wäre so verrückt gewesen. Aber du bist nicht. Gut. Nein! Das habe ich getan, nein! Ah ja, wir müssen den Part füllen, tut mir leid. Ja, stimmt. Fuck. Ich hätte, glaube ich, auf den Hechtsprung verzichten sollen, dann hätte es vielleicht geklappt. Ja, aber jetzt lass es mal, jetzt hol dir lieber den Stern, weil. Ich bin ja froh, dass das jetzt nochmal geklappt hat, ja. Weil dann kommt wahrscheinlich dein Lieblingssprung, bei dem du wahrscheinlich Probleme haben wirst und ich erstmal ins Fäustchen lachen kann. Lieblingssprung? Oh nein! No! Oh, don't do it to the pit! It burns! Sehr schön. Okay, geh mal Richtung finale Level. Wo ist denn das finale Level eigentlich? Also, ja, da hinten. Aber schau mal nach oben. Also geh mal in die Ego-Perspektive. Da oben ist, glaube ich, ein Schild. Ja gut, das sieht man jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter hinten. Ich glaube so, ja. Ja, ihr habt uns gesehen, ne? Ihr habt uns kurz gesehen. Und jetzt der nächste Sprung. Du siehst, du musst an den Säulen, ja, diesen Sprung, den ich öfters erwähnt habe, das hatten wir noch nicht. Jetzt kommt die Qualen, Rüdiger. Ja! Oh Gott. Ist das der erwähnte Wandsprung mit Dach? Ja, genau. Oh fuck. Am besten machst du es mit links. Links? Okay. Aber auch wieder so schräg wahrscheinlich, oder? Also. Nicht zu schräg. Nicht zu schräg. Ich glaube, das schaffst du mit 3 Sprungen. Ich glaube, das solltest du hinkriegen. Ich glaube, du musst. Okay, also ich probiere sie mal. Ja, das ist wieder. Jetzt hier die richtigen Winkel. Nee. Das ist nicht so einfach. Oh lol, das war. Oh, das. Also ich hätte es eigentlich so da drin gemacht. Also nicht da drin, sondern eher so in der. Ach so! Ach so hast du das gemeint. Ja, okay, gut, jetzt verstehst du, was ich meine. Ja, okay, dann lege ich jetzt los. Pass auf. Dann klappt das. Ja, aber du musst ein bisschen. Ja, das schaffst du mit 3 Sprung und Wandsprung in du nach oben festklammern, Gedönsklüger. XD-Sprung. Ah, da muss ich ein bisschen schräger da dran. Nee, das ist der falsche Winkel. Weil sonst kommst du ja ans Dach an. Du bist ja weg vom Dach, nicht ins Dach rein. Achso, ich will gar nicht ins Dach rein.
Ja, ungefähr so. Also, dann meinst du so? Das ist schwierig, weil ich so... Ja, so könnte es auch klappen, oder? Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, passt schon. Kriegst du hin. Staub an dich. Psych. Ah, scheiße. Habe ich doch gesagt. Ich brauche mehr Anlauf. Ja, wir haben jetzt ja Zeit. Damit können wir den Part locker füllen. Außer du schaffst es jetzt first. Ja, du musst ein bisschen weiter raus. Das Schild möchte ich dann lesen. Ah, das war zu weit raus. Hi, Mario. Oh nein, jetzt bin ich wieder bei Brody und gar keinen Bock drauf. Gut, also ich, nachdem ich NOD gespielt habe. Ah, Brody, ich habe gar keinen Bock auf ihn. Er ist echt so ein bisschen in einer Community gelandet, das hast du schon festgestellt, wo NOD halt einfach NOT bedeutet und eine Command & Conquer-Anspielung ist. NOT, NOT. Oh Gott. Ah, jetzt sehe ich noch das Schild. Das Schild, was deinen Namen trägt. Ja. Wunderbar. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, ob ich ein Schild will, was meinen Namen trägt, ehrlich gesagt. Sonst könnte ich es zur Not machen, aber nee, ich will es dir ja beibringen. Da musst du ein bisschen leiden hier. Das war nicht gut. Dumm. Also von hier, glaube ich. Ah! Ja, das. Wenn er einfach tatsächlich steht. Spart ein bisschen Zeit. Ich glaub's auch. Ich will nicht wieder zu Bro, Dude. Ich auch nicht. Der ist gruselig. Der macht mir Angst. Ach, shit, nee. Was in diesem Video passiert, werden Sie nicht glauben. Ja, genau. Wie mache ich das? Ich bin so Rüdi verseucht gerade, holy. Das geht viel. Versucht. Ah! Oh. Nee. Das könnte ein bisschen dauern. Ich lehne mich mal zurück. Rauche ein bisschen. Ich bin komplett planlos, wie ich das überhaupt machen soll. Das ist wirklich. Das könnte jetzt. Oh. Das sieht nach einem vielversprechenden Winkel aus. So, jetzt machen wir auf. Ah, was? Wirklich? Da war ich zu weit draußen? Erstmal selbst spielen, um schneller zu machen, lol. Oh shit. Und dann sehe ich den letzten Sprung halt auch nicht, den ich mache. Das ist auch nicht so leicht. Aber wenn du diese Sprünge erstmal perfektioniert hast, dann klappt da alles. Doch du bist. Nee, so wird das was nicht. Was du auch noch machen könntest, ist zum Beispiel ein bisschen ganz nah am Rand stehen. Also das machst du jetzt am besten, wenn du jetzt ein bisschen nach links gehst, also zu der anderen Säule. Also nicht die Säule, wo du permanent versuchst, sondern die andere Säule, bei der ich es gemacht habe. Das ist nicht links. Also, welches links? Also, genau da, die, wo du gerade anstarrst. Auf der habe ich es immer gemacht. Ah, okay. Ah, ich habe gedacht, du hast die vorne gemeint. Nope. Ah, okay. Alles gut, dann viel Glück. Oh, und wenn es gar nicht klappt, steh am nächsten am Rand. Steh am besten am nächsten am Rand. Ziemlich nah am Rand stehen und versuch dann einen Dreisprung zu machen. Am Rand. Also hier? Hier am Rand? Das muss eigentlich am besten funktionieren, weil... Ah, warte mal. Mhm. Oh! Ja gut, das war schlecht. Danke. Ja. Aber... Du siehst auch die Wand besser. Genau. Oh. Das ist aber wirklich, das ist verdammt schwer. Oh Gott, nee. Aber wenn ich komplett gerade bleibe, komme ich ja nicht raus. Also, was mache ich jetzt? Also musst du vielleicht ein bisschen nach draußen drücken. Nee, gut, ich bin so schlecht im Erklären. Vielleicht kommt der Klüger gleich so geht's besser. Was soll das? Aber dass er da sich nicht abstoßen konnte, das hat mich jetzt doch ein bisschen gewundert. So geht's viel besser, komm, voll schlecht hier. Ja. Oh, nee, echt? Ja, das ist. Ja, das ist nicht so einfach. Nicht so einfach ist gut. Ja, das ist vielleicht das Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Ah! Das war gut. Das musst du dir nur umfesthalten. Ich hab aber es mir nicht gemerkt, wie ich es gemacht habe. Ja, kein Ding ist. Irgendwann ist es in deinem Kopf eingespeichert wie Bro Dude. Immer wieder auf, doch wenn der Deich runterfällt und du keine Safe States hättest und sagst dir, hey, yo, was geht? Warum bist du wieder tot hier? Der gute Bro, Dude. Oh Gott. Ich mag den Typen. Oh Gott, nee, ich mag ihn nicht. Nein, doch. Das ist ja komplett optional jetzt hier. Ich kann ihm ja dafür jetzt hier keine Vorwürfe machen, dass er da oben noch ein Schild hingepackt hat, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man da rankommen soll. Also, du hast mich an deiner Seite. Ich weiß, wie man da oben ankommt.
Du hast jetzt auch ein gutes, Ach, das geht doch nicht. Das schaffst du schon. Warum war das jetzt? Das gibt's doch nicht. Oh. Das gibt es doch wirklich nicht. Oh. Und du dachtest, wir gucken uns in diesem Part nur noch schnell das Schild an, weißt du? Ja, das dachte ich mir auch, aber ich wusste schon, dass du vielleicht ein bisschen länger brauchst dafür. Nee, das ist Wandsprünge, da habe ich noch nie gut hinbekommen. Ich habe komplett vergessen, wie das ging, weil es auch jetzt hier in diesem Hack nicht wirklich gefragt war. Ja, zum Glück. Ich bin auch sehr froh, dass es nicht oft gefragt wird. Das ist so brutal. Ja, Kaiserhexen da so. Sind da gnadenlos. Das war eigentlich ein guter Winkel. Genauso müsstest du stehen, aber dann noch ein bisschen, dann, wenn du glaubst, den Wandsprung hast, bisschen nach außen halten. Und dann kommst du eigentlich raus. Also, es klingt sehr viel auf einmal. Es ist schwer, den richtigen Winkel. Jetzt habe ich das Gefühl, ich komme ein bisschen zu weit nach rechts, wenn ich jetzt so laufe. Sonst schneiden wir einfach. Ich habe gar keine Zeit, um rauszukommen, weil er sofort hängen bleibt da an dem oberen Balken. Nein, das Gute ist. Wie gesagt, kein Stress. Wir haben ja Zeit. Oh nee. Also, sorry, ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Oh nee. Nee. Soll ich das kurz machen? Kriegst du das hin? Ja, müsste. Nee, glaube ich das schon, aber. Ich wüsste tatsächlich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Das ist. Warte mal. Gar keine Chance jetzt hier gerade. Also, was. Warte. Das war das. Ob ich das überhaupt richtig erklärt habe, nur. Also, ich komm gar nicht raus. Ich komm nicht raus, weil ich sofort oben anstoß. Das ist nicht möglich. Oh, das könnte auch gehen. Ja, ich glaub's nicht. Echt? Ja doch, das müsste gehen, weil das ist so oft von links. Es gibt vieles, das musst du wissen. Das ist die Sache. Ja, das ist das Schöne bei Mario. Es gibt oft nicht nur den einen Weg, das ist richtig, ja. Ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Perspektive, die du gerade hast. Oh Gott, ich habe nicht hingeschaut. Ups. Ich komme zwar raus, aber die falsche Richtung. Ich sag, falls du jetzt wirklich das nicht hinkriegst, dann mache ich das ganz schnell. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Das ist zu heftig gerade. Also, ich soll gerade nicht das kurz vertragen. Wenn es nicht stört. Ja, es ist kein Thema. Warte mal, ich kann dir ja den. Dann sehen sie gleich Koni Gameplay einmal. Ich auch nicht, ich werde aber auch selbst das dafür verwenden, warte. Weil ach, ich hab keinen Bock. So läuft das hier, warte. So. Sieht man mich jetzt? Man sieht dich, du bist live hier auf New York. Oh Gott. Jetzt versau ich wahrscheinlich direkt. Ja, ich versau es wahrscheinlich schon direkt. Holy fuck. Das könnte ein bisschen dauern. Ja, ich krieg's auch nicht immer auf Anhieb hin. Wir überziehen halt. Also Sterne steht ist jetzt eh egal. Also. Ja, Sterne steht ist eh egal. Also. Weißt du? Das war. Also, wer soll das Schild jetzt lesen? Okay. Wer soll das Schild jetzt lesen? Weißt du was? Du hast es geschafft, dir gebührt die Ehre, das Schild zu lesen. Ah, okay. Ich bin es nicht würdig. You did it. Good job. On the arc wall jump. Sadly, this was a waste of your time. As I hold no informative info for you at this given time. Well, also not in the future, but you know how it is with us signs. One day this text box, and the next day, actually the same text. Box life sure is cruel. I wish I could have a different text box every time we talk, but that just isn't the case. Am I perhaps maybe slightly in any case wasting your time? Here as you keep reading my lines. Ah well, then I shall no longer keep you here with my extra long text box. Have a nice day. Goodbye. Tja. Okay, you can go now. For real this time. Oh. Das war's. Das war wunderschön. Dann sage ich mal vielen Dank. Tja, meine Damen, meine Herren, Sie sahen Koni Gameplay. Wunderbar. Während Mario bei mir schon wieder schläft. Die faule Sau. Warte. Ist der Geist gerade gefreezed? Wer ist gerade gefreezed?
Ist der Geistergott eingefroren? Was macht er da? Ich hab's jetzt leider nicht mehr im Bild, leider. Alles gut. Kann ich auch wieder meinen Amulator bitte schließen. Genau. Perfekt. Da hab ich das ein bisschen gekriegt. Puh. Jetzt mal kurz Skill bewiesen. Also ich bin nah dran, aber irgendwie nicht. Ich krieg das nicht hin. Ja, das ist alles gut. Weil ich nicht rauskomme, weil ich keine Zeit habe rauszukommen. Ich weiß nicht, ja, wie man da gesagt, rausdrücken soll. Ich bin solche Sprünge gewohnt, musst du wissen. Ja. Oh fuck, ich muss dich wieder auf Fullscreen haben. Die Frage ist, wird Weehawk es in diesem Part noch schaffen, diesen Sprung zu bewältigen? Ja, so sehe ich nichts. Ich hatte mal geguckt, wenn ich mal so ganz gerade bin, aber... Oh, nee. Oh, ja, so könnte es actually von der Sicht... Ich glaube nicht. Ja, gut. Also, ja. Ja, aber das gibt's doch einfach nicht. Das Bild, das Schild ist eh halt nur so ein Fun-Schild. Was halt ja, lustig ist. Das hätte ich gerne noch geschafft, aber ich glaube, ganz ehrlich, dafür brauche ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde und das gönne ich Ekusare dann doch nicht. Ich ihm schon. Vielleicht hast du ja gesaved, während man. Aber das ist einer der Gründe, warum ich keine Extreme Hacks spiele, weil ich weiß, dass das da ganz oft vorkommt und das ist. Ja, jo. Nicht mein Ding. Wir hatten diese Wandsprung mit Dachgeschichte ein paar Mal, glaube ich, war das bei der Extreme Edition? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte es ein paar Mal gemacht und ich weiß, dass ich bei allen extrem lange gebraucht habe. Ja, und ich denke gerne an Einstein bei Kurs 11 zurück, wo du den gleichen Sprung, einfach mit Weitsprung dann noch durch diese dünne Wand, die ich da hochkämpfen muss, da oben ist dann ein Stern. Allerdings musst du das zweimal machen, weil da vorne ist ein Haus, das sind 20 Münzen. Und das Level hat insgesamt 107 Münzen. Ach du Scheiße. Ja, der Hack ist nicht fair. Und nicht transparent. Eins und eins. Sag mal, kann man sich an diesen Dingern da abstoßen, an diesen Sternen? Das wäre jetzt auch noch, weißt du, das wäre nämlich auch eine witzige Idee für einen Wandsprung einfach. Nee. Tatsächlich? Wenn das wirklich funktioniert, dann. Oh wow. Ich weiß nicht, ob es funktionieren kann, aber. Ich auch nicht. Ich hab's nicht ausprobiert. Aber gut, habe ich dir ein paar Sachen gezeigt. Nee, der rutscht da. Hab ich ein paar Sachen gezeigt. Und ja, der seitwärts, also der Rückwärtssalto-Wandsprung, das hast du das auch mal gesehen. Und ich glaube, viele wissen nicht mal, dass das überhaupt geht. Nee, das wusste ich auch noch nicht. Das war mir komplett neu. Ja, das war mir auch Neuland. Damals. Wie das Internet. No. Für uns alle das Neuland. Das Internet ist alles Neuland. Ah, ich liebe es. Oh mein Gott. Was ist ein schöner Kombi. Absolut. Hat super viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Ja, und jetzt... Ja. Steht nur noch eine einzige Sache an. Ja. Dafür wirst du jetzt 5000 Parts brauchen. Viel Spaß. Genau. Bei einem teuflischen Kaizo-Level, wo überall Chakyas, Heifos, Sparkys als Ouija und Feuer und Treibsand. Vielen Dank. Kein Problem. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich möchte euch allen noch einen weisen Rat mitgeben. Night of Doom ist scheiße. Spielt nicht diesen Hack, bitte. Unterlasst dies, aber spielt Extreme Edition, weil der Hack ist ganz gut. Und abonniert Weehawk. Und mich. Alle zwei. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Oh, wunderschön. Oh, perfekt. Perfekt. Und ciao. Tschüss.